So, diesen Text habe ich geschrieben, um euch zu zeigen, wie sehr ich Weihnachten liebe. Es wird jetzt ganz besinnlich. Wo sind die Blauhände, wenn man sie braucht? Wo bleibt der Mossad? Oder wenigstens die Amis? Alle Welt spricht vom Krieg gegen den Terror, aber ich warte vergebens darauf, dass jemand den Weihnachtsmarkt bombardiert. Den ganzen Tag scheint das immer gleiche Gedudel aus billigen Plastiklautsprechern zu meinem Fenster hinauf. Oh, Tannenbaum, Jingle-Welt, ihr Kinderlein, kommen mit Schneeflöckchen alle Jahre wieder, weil die Stadt sparen muss. Fängt das Endlosband an dieser Stelle von vorne. 26 Mal am Tag. Gesungen wird das Ganze vom Dresdner Knabenchor, dessen Stimmen nicht nur Knaben, sondern irgendwie auch Eunuchen sein müssen, denn ihre Stimmen sind so hoch, dass sie Fledermäuse anlocken. Die Scheißer kacken mir dann dauernd das Auto voll, also die Fledermäuse nicht die. Es fehlt nicht mehr viel und ich leihe mir an der nächsten Hauptschule ein paar automatische Waffen aus. Aber das ist gar nichts gegen meine Nachbarn. Die hören von morgens bis abends Last Christmas. Und kriegen sich vor lauter Besinnlichkeit nicht nach. Einmal im Jahr wird George Michael für 4 Minuten 30 unter Weihnachtsbaum wieder heterosexuell. Meine Nachbarn nicht. Die bleiben auch unterm Christbaum lautstark Como. White Christmas mal anders. Sollen Sie, ich freue mich über jede nicht geheuchelte Nächstenliebe. Ich gebe es auf, arbeiten zu wollen, nippe an meinem Cappuccino und spucke die braune Sicke an die Scheibe. Das Zeug schmeckt widerlich. Ich schaue auf die Packung. Da steht es. Vom Preisschild eintönig halb verdeckt. Mit Zimt. Kurz entschlossen reiße ich das Fenster auf, schleudere die Packung hinaus auf die mit Buden bedeckte Einkaufspassage. Sie öffnet sich im Flug und das feine Pulver rieselt auf den Maronenstand hinunter, wo es zu einer Milchstaubexplosion wird, die aus Speisekastanienschatten erwacht. Eine von ihm durchschlagene, massive Sperrholzplatte des Nachbarstandes knockt den gelangweilten Verkäufer aus. Entschuldigung, recht, das verkauft auch Putzmittel auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt riecht alles nach verbranntem Zimt. Macht das Fenster wieder zu, ich hasse dieses Gewürz. Noch ein Grund für meine Abwandlung gegen Weihnachten. Spätestens Anfang Dezember kriecht das Zeug überall rein. Als hätten alle Zimtfabriken der Welt das ganze Jahr nur für diese 24 Tage produziert. Kein Kakao oder Kaffee mehr ohne Zimt. Zimtsterne, Zimttee, Zimtgebäck, das verdammte Zeug begegnet einem überall. Zimtduftspray, Zimtcurrywurst, sogar Kondome mit Zimtgeschmack. Sie habe ich meinen Nachbarn geschenkt. Die scheinen Zimt zu mögen, ich nicht. Ich schaue noch einmal aus dem Fenster, wo jetzt erste Sanitäter auflaufen und ein besoffener Beherz versucht, den brennenden Maronenstein mit Glühwein zu löschen. Ein Alkoholiker weniger auf der Welt. Ich beschließe, dass dieser Tag nicht schlimmer werden kann und mache mich dann Geschenke zu kaufen. Ich verschenke grundsätzlich nur Scheiß. Immer und an alle. Tinnef und Plunder, der durchaus aber etwas teurer sein darf. Wenn er dafür nur besonders scheußlich ist. Türkische Schnäppchenläden sind in der Weihnachtszeit mein Eldorado. Monströse Lüster, leuchtende Heiligenbilder, goldene Hirschfiguren. Ein Traum. Ich mache das seit 8 Jahren und die meisten meiner bekannten Verwandten haben aufgegeben. Oh, das war. Du musst mir gar nicht schenken. Nur meine dämliche Schwägerin ist zu Weihnachten in einer so besinnlichen Stimmung, dass sie nichts schenken kann. Thermosocken. Ein mit Hakenkreuzen verziertes Besteckset. Ein singender elektrischer Goldfisch. Das alles nimmt sie mit Begeisterung entgegen. Du bist immer so originell, sagt sie. Aber für den leuchtenden Dildo, den meine Schwägerin immer noch standhaft für eine moderne Java-Lampe hält und auf dem Beistelltisch im Wohnzimmer stehen hat. Ich habe den Bestätigung für euch, wenn ihr das seht. Für dieses Geschenk hat mich mein Bruder gezwungen, eine ganze Schüssel Zimtkekse zu verschreiben. Zur Strafe habe ich ihm die Motorradstiefel gekotzt und er hat es erst im Sommer gemerkt. Jetzt kaufe ich den grenzdebilen Troller Die Leiden des jungen Werthers von Goethe. In einer kaum zu lesenden handschriftlichen Druckvariante. Angeblich hat dieses Werk der Weltliteratur hier damals, 1800 irgendwas, eine Selbstmordwelle ausgelöst.
Das kann ich gut nachvollziehen. Das Ding ist so stinkend langweilig, dass ich mich auch fast darüber halte. Vielleicht wird es aber mal später. Aber damit sie es überhaupt liest, kaufe ich noch einen dieser Liebesromane mit blondem Muskelmann vorne drauf, in denen immer die Busen schwellen und alles Mögliche pocht. Den Umschlag dieses Machwertes werde ich ein gültes Schinken leimen und das Weihnachtsgeschenk ist fertig. Wie groß sind Sie? Fragt mich ein schmächtiges Kleidchen im Schnurrbart plötzlich, als ich aus dem Buchtempel meines Vertrauens komme. Ich antworte eloquent wie immer: Hä? Wie groß? Wiederholt er. Knapp 2 Meter, warum? Antworte ich verwirrt. Und Gewicht? Knapp 100, sage ich. Was? Na, das sieht mir aber eher nach 3 Zentnern aus, sagt er und tätschelt meinen Bauch. Er war zu abgebrochener, höre ich mich. Aber da tritt eine Dame gleichen Alters an mich heran und sticht meine Nadel in den Hals. Während mich das Betäubungsmittel langsam zu Boden schickt, höre ich ihn noch sagen, das wird schon passen. Als ich zu mir komme, sitze ich auf einem Stuhl gefesselt in einer Waschküche. Herr Schnurrbart und seine Frau stehen vor mir und mustern mich zufrieden. Ich blicke an mir herab. Das Rot-Weiße, das sich wie ein Superhelden-Latex-Anzug an mich schmiegt, ist ein XXL-Weihnachtskostüm. Dazu würden dann auch die weißen Plastikglocken passen, die mein Kind umarmen und mir in die Stirn hängen. Was ist denn hier los, frage ich. Sie werden für Timmy den Weihnachtsmann machen, sagt die Frau im Brustton der Überzeugung. Doch ein schneller Blick auf den Mond, auf den Barton, der Brustton eher flach ausfällt. Ein Scheiß werde ich. Sie werden, Herr Wärter, mischt sich Schnurrbart ein. Oder wir veröffentlichen Ihr Tagebuch im Internet. Er hält das buchdeckellose Innenleben von Goethes Werk hoch und liest vor. Ich habe mir schon manchmal vorgenommen, sie nicht so oft zu sehen, ja, weil das halten könnte. Alle Tage unterliege ich der Versuchung versprechen, na, ich morgen wirst du sie einmal wegbleiben. Wie würde Ihnen gefallen, wenn das alle Ihre Freunde hören? Als ich endlich aufhöre zu lachen, summt die Frau, die nervös im Hintergrund auf und ab geht, einige Töne. Ich glaube, erstes ist die Halloween-Titelmusik. Aber dann ist es doch Schneeflöckchen weiß weg. Und ich werde sie, diesen Verrückten kann ich nur entkommen, wenn ich mitspiele. Also stehe ich wenig später im Weihnachtsmannkostüm vor einem kleinen Balk von vielleicht 6 Jahren, höre mir ein gestottertes Gedicht an und reiche ihm dann Geschenke aus seinem Jutesack. Socken. Unterwäsche. Polunder. Und ein lila Seidenhemd. Ich drehe mich um und wispere den Eltern zu. Warum hassen Sie diesen Jungen so? Der freut sich doch, zischt die Mutter zurück und ignoriert, dass der Junge die Nase hochzieht und leise wimmert. Bob, der Baumeister, wo bist du? Das letzte Geschenk, das er kurz betastet, als weich erkennt und schon ohne sonderlichen Elan auspackt, ist eine Lederjacke. Für einen 6-Jährigen. Ich beschließe dem Kind wenigstens etwas Freude zu bereiten und sage, ho, ho, ho! Die ist aus echter Menschenhaut. Er schmiert sich die Jacke mit der Lotion ein. Statt wie jedes normale Kind voller Begeisterung in die Jacke zu schlüpfen, fängt der Bengel an zu plappern. Die Eltern sind abgelenkt, also nutze ich die Chance, um aus dem Fenster zu springen, mich im Schnee abzurollen und mit einem Yippie-Yay-Schweinebacke auf das bereitstehende Schneemobil zu springen. Die Einzelheiten der Verfolgungsjagd erspare ich euch jetzt. Aber als ich schließlich wieder in meinem Büro sitze, muss ich doch zugeben, dieses Jahr ist Weihnachten eigentlich gar nicht so schlecht. Dankeschön.